ich bin's wieder, euer Johannes. Wie geht es euch? Mutti, nicht immer Schnuffelhase zu mir sagen. Ich spiel doch jetzt Hancho Down. Wie, ich darf Hancho Down nicht spielen? Ich bin noch keine 18. Was ist blöd, ist das? Darf ich denn wenigstens mit meinen drei Kumpels draußen Real-Life-Hand-Showdown spielen? Guck mal, ich bin auch schon ausgerüstet. Onkel Borstens Maul. Luftgewehr. Mit 500 Schuss. Das knallt. Dann habe ich auch einen Original-Fackelmann-Killer immer auf die Fresse für die anderen Zombies. Habe ich ein ordentliches Kampfmesser oder auch eine schöne Machete. Schön immer auf die Rübe, ein bisschen lachen und dann, weil sie lachen. Jo. Und falls mir mein Kampfmesser verloren geht, habe ich auch noch eins. Ich weiß gar nicht, was der Onkel Boston wohl damit macht. Spielt der irgendwo noch heimlich Jason auf dem Friedhof oder sowas? Weiß das einer? Das kommt mir sehr, sehr komisch vor. Und er hat noch ein Messer. Muss gleich mal gucken, welches ich nehme, welches besser ist. So, und dann habe ich drei Freunde, die mit mir Hancho Down Real Life spielen wollen. Das ist einmal der August aus der Nachbarschaft. Der ist aber auch so ein bisschen unterbelichtet. Wenn der sich versteckt, ist es ganz einfach, den wieder rauszuholen aus dem Versteck. Dann rufe ich einfach Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Und wenn der August August hört, dann kommt er raus aus dem Versteck und dann zack, kriegt er eine auf den Arsch gezimmert. Dann haben wir auch noch die rothaarige Ramona. Die sieht man immer sofort wegen ihren schönen großen, nicht wegen den schönen großen, wegen den schönen roten Haaren. Und wenn die dann irgendwo aufblitzt mit ihren roten Haaren, dann zack, kriegt sie einen mit der Kugel auf den Popo. So, dann haben wir noch das Karl-Heinzchen. Karl-Heinzchen ist lang und dünn. Der hat ein bisschen Schwierigkeiten, sich zu verstecken, weil seine komische Rübe überall rausguckt. Und er meint dann immer, er wäre versteckt. Ist aber nicht versteckt. Ich, der Johannes, ich finde den. Und dann, check, rein auf den Popo. Mutti, wieso soll ich das Luftgewehr wegtun? Das ist doch voll gut. Und die Messer sind auch klasse. Und guck mal hier, Original Fackelmann-Killer. So klasse. Alles wegtun? Will ich doch nicht. Was hast du denn da für einen Scheiß? Was willst du mir denn da geben? Das sieht doch voll albern aus. Das kann ich doch nicht machen. Da bin ich doch bei meinen Kumpeln durch.
ein Holzschwert und eine Wasserpistole? Das ist doch voll peinlich! Ne! Dann spiele ich lieber gleich mit euch, Mensch, ärger dich nicht! Bäh. Wasserpistole und Holzschwert! Voll blöd! Will ich nicht! Bäh. Ich geh weg jetzt!